Wunderschönen guten Morgen. Schön, dass du mit mir in den Tag startest. Wir fangen heute ganz entspannt an mit einem Om. Mit einem Om als Ja zu dir, Ja zu deinem Leben. So beide Hände aufs Herz oder vorm Herzen zusammen. Om ist für mich die erste Atemübung. Und als diese versuche ich sie wirklich ganz lange für mich zu tönen. Um diesen Ausatmen, diesen langen Ausatmen für mich zu spüren und die Atmung, mich mit der Atmung auch gut zu verbinden. So, atme tief ein. Und noch einmal aus. Tief ein. Von hier beginnen wir heute in Rückenlage. So, leg dich auf den Rücken. Lass die Füße aufgestellt. Schau, ob du nach hinten Platz hast. Streck dich gleich mal nach hinten. Bring nun deine Arme seitlich neben den Körper, die Handinnenflächen. Und drück nach unten in den Boden. Stell die Füße näher heran, sodass du die Fersen so gerade mal erwischen kannst. Wenn du sie zu nah ranhebst, ja, ist nicht so gut für dein Knie. So schau, dass sie ein Stückchen weg sind, sodass Knöchel und Knie eine Linie bilden können. Und das geht meistens dann, wenn du sie gerade mal so erwischst. Von hier nun, schließ die Augen einen Moment. Nimm den Körper wahr, wie er so am Boden in Rückenlage ankommt. Drück den unteren Rücken hier in den Boden. Drück die Innenseite der Füße in den Boden. Und mit der Einatmung zieh langsam Wirbel für Wirbel hoch. Solange wie deine Einatmung geht. Und mit der Ausatmung bringst du Wirbel für Wirbel wieder zurück. Es geht nicht darum, dass du in Setu Bandha Asana kommst, in die Asana, sondern dass du diese Bewegung und deinen Atemfluss in Einklang bringst. Du musst nicht ganz hoch gehen, sondern nur so weit, wie dein Einatmen hier deinen Körper bewegt. Und mit der Ausatmung Wirbel für Wirbel wieder zurücklegen. Ganz achtsam, der Einatmung hoch. Und mit deiner Ausatmung wieder absenken. Noch ein letztes Mal in diesem Setting. Und mit deiner nächsten Einatmung nimmst du die Arme mit. Du hebst die Arme über den Kopf, legst sie ab und mit der Ausatmung nimmst du sie wieder mit auf den Weg nach unten. Noch zweimal. Versuch mit jeder Runde langsamer zu werden.
und somit auch tiefer zu atmen, jeden Atemzug zu genießen. Und wenn du nun das nächste Mal einatmest, die Arme mitnimmst und nach hinten hebst, hältst du hier einen Moment den Atem an. Du kannst, wenn du magst, Fäuste bilden und mit der Ausatmung dann langsam wieder zurück. Und auch hier einen Moment innehalten. Die Hände kannst du nach unten in den Boden drücken und mit der Einatmung wieder zu starten. Nach jeder Einatmung eine kurze Pause, nach jeder Ausatmung eine kurze Pause. Spür die Massage, die du für deinen Rücken hast in dieser Bewegung. Noch zwei Wiederholungen. Letzte auch noch mal ganz langsam. Wenn du die Runde fertig gemacht hast, spür einen Moment der Atemübung nach, der Bewegung nach. Hol dir nun das rechte Knie heran, zieh das rechte Knie heran und streck dein linkes Bein nach oben aus. Und von hier lass langsam das linke Bein zum Boden sinken und versuch so lange wie möglich dabei, deinen unteren Rücken in den Boden zu drücken. Drück deine Ferse in den Boden, wenn der Fuß den Boden berührt hat und zieh dein rechtes Knie noch ein Stückchen näher ran. Auch hier werde dir des Atems bewusst, spür den Atem und verschränke hier die Hände unter dem Oberschenkel und ganz langsam mit der Einatmung streck das Bein aus und mit der Ausatmung beuge es wieder. Atme ein, streck das rechte Bein und atme aus, beuge wieder. Noch einmal strecke das rechte Bein und lass den Atem weiter fließen, lass beide Beine lang. Streck die Beine richtig lang. Lass den Atem weiter fließen. Entspann deine Schulterblätter Richtung Boden, wenn du merkst, die sind abgehoben. Und dann langsam beug das rechte Bein wieder. Stell den rechten Fuß hinterm Gesäß auf und hol dir das linke Bein heran. Zieh das linke Knie zum Brustkorb. Streck das rechte Bein nach oben aus. Und lass es zum Boden sinken. Wenn die Ferse den Boden berührt, drück sie in den Boden hinein.
Spür das Engagement deines rechten Beines und zieh das linke noch ein bisschen näher ran. Na, diese Hüftöffnung hier spüren. Verschränke nun beide Hände hinterm rechten, linken Oberschenkel. Und wenn du nun einatmest, streck das linke Bein. Und beim Ausatmen wieder beugen. Atme ein, streck links. Und atme aus, wieder beugen. Noch einmal strecken. Und beugen. Und ein letztes Mal strecken und dann hier halten. Ja, vielleicht merkst du einen Unterschied zwischen den Seiten. Vielleicht hast du bei einem Bein es leichter als beim anderen. Vielleicht spürst du in einem Bein ein wenig mehr Einschränkung als im anderen. Versuch beide Beine richtig lang zu machen. Den Bauchnabel nach innen oben hochzuziehen. Den unteren Rücken sanft Richtung Boden zu drücken. Und von hier beuge dann das linke Bein wieder. Und stell den linken Fuß hinter dem Gesäß ab. Mit dem rechten nochmal nach oben strecken und mit ein bisschen Schwung hochkommen zum Sitzen. Finde eine bequeme Sitzposition für unsere Atemübung. Ups, wo ist mein Mikro? Achte wieder darauf, dass du gut sitzt, dass du bequem sitzt, dass nichts zwickt vom Quant. Gerne auch auf ein Polster draufsetzen. Du kannst auch jetzt nochmal lüften und vielleicht sogar offen lassen und dich in eine dicke Decke reinwickeln. Ich mag das auch sehr gerne. Auch gerne draußen sitzen, auch im Winter. Eine dicke Decke eingewickelt. Aber heute eine ganz ruhige Atemübung, die man super auch abends machen kann. Das heißt, wir werden einatmen und ausatmen. Und werden aber diesen Zeitraum, in dem wir ein- und ausatmen, langsam erhöhen und erhöhen und erhöhen. Und wenn du merkst, das ist jetzt zu viel, du kannst nicht mehr so lange einatmen, dann lass die Atemübung einfach los, auch wenn ich noch mitzähle mit dem Atem. Und konzentriere dich einfach für dich in deinen Atemfluss. Spür, wie der Atem in den Körper einströmt. Nimm wahr deine Empfindungen. Nimm wahr, wo der Körper berührt wird, bewegt wird von der Atmung. Und versuch ganz in dieses Spüren aufzugehen. Wir beginnen auf 4. Ich werde einige Runden auf 4 ein, auf 4 aus ansagen. Dann höre ich auf 6. 8 und dann gehen wir in die Meditation über. So, schließ deine Augen, spür deinen natürlichen Atemfluss atme aus, atme ein, 2, 3, 4 aus, 2, 3, 4 ein, 2, 3, 4, aus, 2, 3, 4, ein, 2, 3, 4, aus, 2, 3, 4, ein, 2, 3, 4, aus, 2, 3, 4, ein, 2, 3, 4, aus, 2, 3, 4. Ein letztes Mal aus, 2, 3, 4. Ein auf 6, 3, 4, 5, 6. Aus, 2, 3, 4, 5, 6. Ein, 2, 3, 4, 5, 6. Aus, 2, 3, 4, 5, 6. Ein, 2, 3, 4, 5, 6. Aus, 2, 3.
3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aus. 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aus. 2, 3, 4, 5, 6. Ein letzte Runde auf 6, 5, 6. Aus. 2, 3, 4, 5, 6. Ein auf 8, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Aus. 2, 3, 4, 5, 6. 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, aus, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, aus, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, aus, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, aus, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ein letzte Runde auf 8, 5, 6, 7, 8, aus, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ein auf 10, 5, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, aus, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Aus, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Aus, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Aus, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Aus, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Aus, letzte Runde auf 10. 7, 8, 9, 10. Ein auf 12. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Aus, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Aus, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Aus, 2, 3, 4, 5, 6, 7.
7, 8, 9, 10, 11, 12. Aus 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Aus 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Eine letzte Runde. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Aus 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ein, lass den Atem zurückfinden in seinen natürlichen Fluss. Bleib ganz bewusst dabei zu beobachten. Auch wenn wir ihn nun nicht mehr verändern, den Atem, vertiefen. Nun beobachten wir ihn. Nimm wahr, wo der Körper bewegt wird. Durch den Atem. Spürst du mehr Atembewegung im Bauchraum? Spürst du mehr Atembewegung im Brustraum? Spürst du Atembewegung in den Flanken? Oder auf der Rückseite des Körpers? So, wo bewegt dich dein Atem? Vielleicht spürst du im Nasen, in den Nasenlöchern, im Nasenbereich, wie der kühle Atem einströmt in den Körper, wie hier ein leichter Windhauch deinen Körper berührt. Und du kannst wahrnehmen auch, wie ein Windhauch warmer Luft, feuchter Luft deinen Körper wieder verlässt. Wenn du dir mit diesem Spüren etwas schwer tust, vertiefe für ein paar Atemzüge den Atem, bis du das wahrnimmst, dass hier eine Atembewegung stattfindet, ein Windhauch deinen Bereich hier in der Oberlippe berührt. Und wenn du nach ein paar Atemzügen, wo du vertieft hast, die Luftbewegung spürst, versuch langsam den Atem wieder frei zu geben und den natürlichen Atemfluss wahrzunehmen. Die Berührung des Atems im Bereich im Übergang zwischen Nase und Oberlippe. Wenn du merkst, dass Gedanken kommen, werde ihrer gewahr, aber stelle sie in den Hintergrund. Im Vordergrund, dein Fokus, ist das Fühlen des Atemflusses, des Windes, der
in dich einströmt und über die Nase auch wieder den Atem verlässt. Versuch ganz bewusst durch die Nase ein- und auszuatmen. Kontrolliere, bist du mit dem Fokus auf dem Atem? Die Gedanken, die immer so ein Nebengeräusch sind, lass sie nur zum Hintergrundgeräusch werden. Werde nicht Teil dieser Gedanken. Im Vordergrund, mit ganz viel Achtsamkeit, nimmst du wahr, wie der Atem deinen Körper berührt, beim Einströmen und wenn er deinen Körper wieder verlässt. Auf diese Weise können wir den Gedankenstrom ausdünnen. Wenn wir unsere Aufmerksamkeit auf einen anderen Punkt heften. Und hier nutzen wir unseren Körper dafür und das Fühlen. Und natürlich gleichzeitig den Atem, der uns nach innen trägt, in unser Kraftzentrum. Um hier unsere Energie aufzuladen und gleichzeitig aber auch zu einer ruhigen Konzentration für den Tag zu finden. Gerne noch ein wenig sitzen bleiben. Ich verabschiede mich hier von dir mit einem Om. Ich wünsche dir einen wunderschönen Tag. Wenn du Fragen hast, stell sie gerne. Schreib sie einfach unten in den Kommentar hinein. Ich beantworte sie gerne. Ansonsten lass es dir gut gehen. Dankeschön fürs Mitmachen.